Nach der SPÖ-Vorsitzenden kommt der ÖVP-Bauten- und Wohnbausprecher Johann Singer zu Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren hier im Haus und vor den Bildschirmen. In Österreich befinden sich rund 2 Millionen Wohneinheiten im Eigentum, im Hauseigentum und im Wohnungseigentum. 670.000 Wohnungen stellen die gemeinnützigen Bauvereinigungen zur Verfügung. Von den Gemeinden, insbesondere von der Stadt Wien, werden 280.000 Wohnungen angeboten. Und insgesamt gibt es rund 735.000 Mietwohnungen. In diesem Wert sind die Wohnungen, die dem Mietrechtsgesetz unterliegen, genauso einbezogen wie jene, wie die privaten Mietwohnungen. Zusammenfassend auf die Hauptwohnsitze bezogen, halten sich Mietwohnverhältnisse mit Hauseigentum und Eigentumswohnungen in Österreich die Waage. Und alle, sehr geehrte Damen und Herren, die sowohl in der Miete als auch im Eigentum wohnen, sind von der Teuerung betroffen. Und genau aus diesem Grund hat die ÖVP bei der Frage der Indexierung ein Maßnahmenpaket bestehend aus der Glättung der Indexierung der Richtwertmieten, der Kategorienmieten und der Valorisierung der Mieten aus dem Bereich der gemeinnützigen Bauvereinigungen auf der einen Seite und eine Sanierungsoffensive und ein Eigenheimbonus auf der anderen Seite vorgeschlagen. Leider hat es dafür kein Ergebnis mit dem Koalitionspartner gegeben. Uns war wichtig, mit der Sanierungsoffensive einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten. Davon hätten sowohl die Mieter als auch die Vermieter profitiert. Und wir wollten Anreize schaffen, um die Bildung von Wohnungseigentum für junge Menschen und Familien in Zeiten steigender Kosten und steigender Zinsen zu unterstützen. Kompromissfähig hingegen war der Vorschlag, den bestehenden Zweckzuschuss für Wohn- und Heizkosten und den Wohnschirm finanziell aufzustocken. Konkret werden zu den bereits beschlossenen 450 Millionen Euro weitere 225 Millionen Euro dazukommen, die von den Bundesländern jenen zur Verfügung gestellt werden, die zur Abfederung der gestiegenen Wohnkosten es brauchen. Dadurch kann auf die unterschiedlichen Mietverhältnisse Berücksichtigung finden und die Mehrkosten vor allem im Bereich auch des Wohnungseigentums hier berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollen besondere Härtefälle im Wohnbereich, zum Beispiel bei der Gefahr von Delogierung, vermieden werden. Der soll der bestehende Wohnschirm im Bundesministerium für Soziales, Pflege, Gesundheit und Konsumentenschutz, der bisher mit 115 Millionen Euro dotiert war, weitere 25 Millionen aufgestockt werden. Das ist, sehr geehrte Damen und Herren, aus meiner Sicht eine zielgerechte und gerechte Förderung mit einer treffsicheren sozialen Ausgestaltung. Positiv zu werten ist auch die Änderung im Einkommensteuergesetz betreffend den Investitionsfreibetrag. Aus ökologischen Gründen soll ausdrücklich geregelt werden, dass auch für die Anschaffung von klimafreundlichen Heizungen gemeint sind hier Wärmepumpen, Biomassekesseln, Fernwärmeaustausche und dergleichen im Zusammenhang mit Gebäuden hier ein Investitionsfreibetrag zustehen. Sehr geehrte Damen und Herren, die besondere Herausforderung in der Wohnpolitik ist, dass es gelingt, eine Ausgewogenheit in den Bedingungen sowohl für jene, die Wohnraum schaffen, als auch für jene, die Wohnraum nutzen, herzustellen. Die ÖVP steht zum breiten Angebot des österreichischen Wohnungsmarktes. Jedes einzelne Segment trägt zur Befriedigung der Wohnbedürfnisse bei. Dort, wo es gelingt, genügend Wohnraum zu schaffen, trägt der Markt auch positiv in Form einer Kostenbremse bei. Sehr geehrte Damen und Herren, die ÖVP steht zu den Vermietern und zu den Mietern.
Die ÖVP steht zum Eigentum. Herzlichen Dank. Das war Johann Singer von der ÖVP.